Morgen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlogmas. Vlog! Wir sind eben aufgestanden. Mir geht's, naja, ein bisschen besser vielleicht als gestern. Oh Gott, willst du dich echt in den Hocker setzen? Ja. Der ist nämlich ein bisschen kaputt. Ja, aber immer noch natürlich nicht toll. Und ihr? Nein. Also, wird besser, aber nein. Naja. Das darf mich aber heute nicht abhalten, denn ich bin jetzt gerade dabei, den Vlog von gestern zu schneiden und mein lieber Freund hat mir auch Frühstück gemacht, Toast mit Schokostreuseln. Yes! Und ja, jetzt werde ich den Vlog erstmal zu Ende schneiden und danach muss ich mich ganz dringend noch an den ganzen Unikram setzen. Also daraus wird heute mein Tag bestehen. Ja, toll. Vorhin kam ein Päckchen an von Apollo Optik. Voll witzig. Und da drin war eine Sonnenbrille, was man sich ja schon fast denken kann. Aber das Lustige dabei war, dass das Case so aussieht. Ich zeige euch das mal nach. Wir haben da einfach so eine Zeichnung von mir und Finja da drauf gemalt. Wie niedlich sieht das denn bitte aus? Ja, auf jeden Fall ganz witzig. Hier ist auch die Sonnenbrille, kann ich euch mal zeigen. Die sieht so aus. So, Leute, trotz immer noch anhaltender Krankheit muss der Mensch essen und deswegen habe ich gerade gekocht und heute gibt es Prinzessbohnen mit Reis in einer Pfefferrahmsoße und Putenfilets. Ist eigentlich ganz lecker geworden. Ich hoffe, das schmeckt auch so gut, wie es aussieht. Hauptsache, alles ertrinkt in Soße. So, jetzt warte ich eigentlich nur noch auf Kathi. Und dann kann gegessen werden. Aber die ist gerade noch mit ihrer Mama am Telefonieren. Ich hoffe, das dauert nicht mehr so lange. Und, Hunger? Oh ja. Obwohl ich bestimmt nicht viel schmecke, aber es ist bestimmt sehr lecker, Schatz. Da gehe ich mal von aus. Ja. Ich habe ja auch gekocht. So, Leute, wir haben jetzt 10:30 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin langsam ein bisschen stinkig, weil ich habe immer noch nicht in mein Adventssöckchen reingeguckt. Weil Kathi sitzt nämlich seit Ewigkeiten an ihrem Uni-Projekt und ihrem Referat, was sie noch abgeben muss, heute. Und naja, 10:30, ich wüsste gerne mal langsam, was in meinem Söckchen drin ist. Naja, macht nichts. Jetzt mache ich ihr erstmal einen Tee, weil Kathi ist noch schlimmer krank als ich. Ich meine, bei mir wird es langsam besser, aber bei ihr ist halt eine echte Katastrophe. Und deswegen gibt es jetzt erstmal einen Tee. Total verführerisch. Oh, danke schön. Bitte schön. Was ist das für ein Tee? Der Mesma. Doch, der Mesma-Tee. Marokkanische Mieze Honig mit natürlichem Extraschuss Honig drin. So, dann, das ist noch nicht fertig durchgesogen. Schmeckt aber schon vollkommen köstlich. Ja gut. So, gerne. Ich lasse dich da mal wieder alleine, wa? Ja, ich habe noch 1,5 Stunden Zeit. Alles klar. Noch nicht mal. Heide, ciao. Leute, dann bin ich endlich wieder. Wir haben jetzt 11:15. Ich habe jetzt 11 Stunden lang an meinem Referat und an der Ausarbeitung, die wir dazu machen mussten, gearbeitet. Oh, und der Präsentation natürlich. Ja, und jetzt bin ich fertig und ihr könnt euch vorstellen, mein Kopf ist ungefähr so groß gerade, fühlt sich so dick an. Ich bin natürlich auch immer noch krank, aber schlimmer ist es Gott sei Dank nicht geworden. Ja, aber jetzt bin ich fertig und ein großer Stein fällt von meinem Herzen, sagt man das so? Von meinem übrigens auch, ne? Nur so am Rande. Wieso von deinem? Ja, weil ich mir die ganze Zeit die Zeit vertreiben muss, wenn du am Lernen bist. Das stimmt. Und deswegen bin ich froh, dass du jetzt wieder den Kopf hast, um dich auch mit mir zu beschäftigen. Yay! So, und dann dürfen wir jetzt auch mal direkt als kleine Belohnung unsere Türchen aufmachen. Genau. Beziehungsweise unsere Söckchen. Und ich fange jetzt einfach mal mit meinen Söckchen an.
Oh, du musst aufs Essen anfangen. Das stimmt gar nicht. Du hast gestern angefangen. Gar nicht. Du hast gestern angefangen. Weiß ich nicht mehr. So, wir schreiben den 13. Dezember. Boah, du siehst gerade mega, mega rot aus in der Kamera. Ja, ich habe auch eben in der Küche festgestellt, als ich gebloggt habe, dass ich mega, ich bin nicht rot. Ich bin Nein, was, das ist wie das kann nicht. Man das denn mal hier ändern? Komische Sache. Also auch auf die Gefahr hin, dass ich gerade aussehe wie Fred Feuersteins Nachname. Ein Duplo. Also wisst ihr Bescheid, wenn ich jetzt rot aussehe, ist es die Kamera, dann ist es nicht... Oh, Saltec Nutrition. Oh. War Machine. Yay. Das wollte ich immer mal haben. Ehrlich? Also nicht den Orangengeschmack, sondern Zeitec Nutrition War Machine, weil das ein echt krasses Zeug sein muss. Aha. Ich danke dir. Cool. Bitte, bitte. So. So, wir tun einfach so, als ob das jetzt gerade nicht passiert wäre und ich wüsste überhaupt nicht, was in dem 13. Türchen drin ist. Oh, es ist ein Raffaello und ein schon gegessenes Schokobon. Ja, weil... Philipp hat gerade vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Ja, passiert. Was tut der Hund da? Milo? Milo, was ist deine Mission? Was hast du für einen Plan? Die 13. Was ist das? Das ist ein Nagellack in Braun. Braun. Yay. Super. Braun. Ikea. Das ist ein großes Türchen. Oh, da sind vielleicht Hotdog-Gutscheine drin. Das ist auch wieder nur eine doofe, langweilige Schokotafel. Aber ein Coupon! Für Hotdogs? Nein, für eine Kaffee-Rap-Keksrolle. Geil. Normalpreis 1 Euro. Baby Blocksberg, die kleine Hexe. Komm und zeig uns, was du kannst. Milo, hast du auch was im Kalender? Lieben deine Streicher. Wie du hackst, wie du lachst, wie du tanzt. Wie lang ist das denn? Ups. Was ist das? Was ist das? Was kann man damit machen? Kann man damit vielleicht irgendwie irgendwas trinken? Wir sind in der Das ist ein Hüpfröhrchen. Was kann denn ein Hüpfröhrchen? Ich weiß es nicht. So, und während Kathi am Googlen ist, mache ich schon mal Milos Kalender auf. Oh, Milo. Kleine Leckerchen. Oh, die sind bestimmt lecker. Oh, Miley ist schon ganz begeistert. Dreh dich. Und sitz. Männchen. Oh, süß. Ja, wie ihr ja wahrscheinlich jetzt schon mitbekommen habt, war dieser Vlog bisher jetzt nicht wirklich spannend. Und ja, ich will mich jetzt nicht dafür rechtfertigen. Es gibt einfach so Tage, da hat man was zu tun und da kann ich leider nichts vloggen. Aber ich dachte mir, wir beantworten einfach mal eine Frage, die ich fast unter jedem Vlog immer wieder gelesen habe. Jetzt habe ich mich gerade irgendwie eine halbe Stunde hingesetzt und versucht, diesen Kommentar zu finden. Aber ja, ich habe es irgendwie nicht geschafft, keine Ahnung. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass die Frage an Philipp gerichtet war. Und zwar stand da, wie Philipp es eigentlich gefunden hat, als er herausgefunden hat, dass ich YouTuberin bin, damals. Was er sich da so gedacht hat, ob er das irgendwie komisch fand oder... Weil es war halt so, dass er mich kennengelernt hat, indem er meinen Instagram-Account gesehen hat. Genau. Da gehen wir, wie gesagt, dann nochmal später genauer drauf ein, wie das alles genau passiert ist und warum. Aber er hat halt meinen Instagram-Account gesehen und wusste halt, okay, das ist sie. Und da würde ich echt gerne wissen, was ist das Erste, was du da gedacht hast? Das Erste, was ich gedacht habe, als ich gesehen habe, das ist damals, und die Zahl weiß ich noch, exakt 223.000 Abonnenten gewesen sind. Auf Instagram. Auf Instagram. Da habe ich gedacht, ja, ist klar. Ne? Wer ist sie denn? Und ich glaube, du hast gar nicht geglaubt, dass ich das wirklich bin. Nee, aber das erzählen wir dann in der Kennenlern-Story. Und dann habe ich in ihrer Biografie stand ja damals auch schon Kathi, YouTuberin. Und dann habe ich gedacht, okay, YouTuberin, ja, da ist irgendwas. Weil, wie gesagt, ich hatte ja nie wirklich Ahnung davon. Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass du das hauptberuflich machst, sondern ja, ich kann in meine Bio auch reinschreiben, YouTuber, weil ich ab und zu einem YouTube-Video mit dabei bin. Aber dass du das hauptberuflich machst und dass du davon lebst, und das, da habe ich in dem Moment überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also für mich war es so, okay, YouTuberin, Gesprächsbedarf.
Ich wusste, es gibt Leute, die haben ein paar hunderttausend Abos, aber selber mal mit jemandem in dem Ausmaß sprechen zu können oder jemanden kennenzulernen oder mit jemandem zusammen zu sein, der so aktiv da ist, das war mir einfach vollkommen fremd und deswegen... Also ich war fasziniert, das kann man wirklich so... Mich hat es interessiert, mich hat es fasziniert und ja, ich wollte einfach mal mehr darüber wissen. So, ihr kleinen Sträuche, heute war, wie man vielleicht mitgekriegt hat, ein sehr unproduktiver Tag. Also sehr Vlog-unproduktiver Tag, ja. Weil sie ja die ganze Zeit beschäftigt war und ich hatte auch, ne, krankheitsbedingt und so nicht unbedingt Lust, die Kamera zu halten. Aber es kommen wieder bessere Zeiten, es ist noch ein bisschen bis zum 24. Dezember und... Morgen wollen wir den Weihnachtsbaum schmücken. Fällt sie mir eiskalt ins Wort. Du brauchst immer zu lange. Ja, ja, danke. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Angucken des Videos heute. Wenn ihr möchtet, lasst gerne ein bis ganz viele Daumen nach oben da. Ist keine Pflicht, aber ne, der Künstler freut sich. Der Künstler? Bin ich das? Der Künstler muss auf jeden Fall ins Bett. Der Künstler ist nämlich komplett hinüber. Einfach nur durch. Und dann sehen wir uns morgen mit einem neuen Vlog wieder, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. So, ciao!